Was habe ich? Die Kabeltrommel. Ja. Wo? Da. Wo? Hier. Ey, also nicht, dass ihr denkt in den Videos, wir wären Alkoholiker, die Kisten sind alle noch voll, ne? Also die sind wirklich alle noch voll. So ein Schmarrn, hat die alle ausgesoffen, aber... Nee, die sind voll, 100%. So, heute geht's mal wieder im GTI weiter. Philipp ist natürlich auch am Start. Und der GTI darf natürlich auch nicht fehlen. Wie ist heute der Plan? Ja. Ein bisschen noch Kleinigkeiten und dann die Farbe habe ich schon besorgt. Mehr oder minder? Ja. Naja, ist auf jeden Fall bestellt, die Farbe. So, ihr habt ein bisschen was habt ihr verpasst, und zwar der Philipp hat mal die weiße Motorhaube gefüllert oder grundiert? Schwarz gefüllert, damit er da nachher nicht mehr so Probleme hat. Der Philipp ist immer noch am Radlauf hinten beschäftigt. Ich schlag jetzt nochmal den kompletten Kotflügel. Aber das sieht doch alles sehr schnieke aus, ne? Das ist noch nicht, dass diese kleinen Sachen hier, diese Kanten müssen noch ausgefeilt werden. Aber sonst... Sonst bist du zufrieden. Nein, das ist kein Spachtel, das ist beige Grundierung. Ah ja, das sollten wir vielleicht echt dazu sagen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich habe ja beim Golf gerade ein kleines anderes Projekt, und zwar habe ich ja so eine Art Motorhaube, ja, umgebaut kann man nicht sagen. So eine Schaumotorhaube habe ich jetzt gemacht. Die werden wir nachher draufstecken. Wird aber ein separates Video. Ich zeige es euch einfach nur mal. So sieht das dann aus. So sieht das dann aus, und die kommt dann auf ihn. Wobei das aber mehr oder weniger ein Versuch ist. Aber dazu gibt es ein separates Video. Das wird wahrscheinlich vor diesem Video, was ihr jetzt seht, wird das Video mit der Motorhaube hochgeladen. Schön, 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 schön. Oh, jetzt bin ich da drauf gestiegen. Hat man noch auf die Farbe ein bisschen Feinschliff noch, und dann haben wir es. Das GTI-Projekt sieht nie fertig. Philipp muss heute wieder Schellen verteilen lassen. So. Naja, dann geben wir euch das Update nachher. Ja. Philipp macht jetzt brav weiter. Hin fort. Ja, hin mit dem Ford und mit dem Zug wieder zurück. Machst du weiter. Bestand. Aber es sieht das wieder ganz, ne? Jetzt zoom nicht so nah hin, dann kann jeder das sehen, wie das Rad reißt. Das sieht sowieso jeder. Jetzt habe ich extra hingezoomt für dich. Die Projekt wird nie fertig. Naja, komm, Philipp, komm, auf geht's. Ja, wenn du so weiterarbeitest wie jetzt gerade, dann wird es wirklich nicht fertig. Wir haben so einen Dickschichtfüller aus der Dose. Der ist genauso ergiebig wie der aus der Pistole. Aber das ist eine Nitrofarbe, und dann davor mit so einer Acrylfarbe gearbeitet hat, und die ist noch nicht ausgehärtet. Und schaut so aus. Seine Motorhaube sah gestern übrigens genauso aus. Also meine Motorhaube vom Motorhaubenprojekt, das ist jetzt, weil das ist GTI-Video, ne? Also. Ja. Deswegen wissen es die Leute vielleicht. Gestern habe ich ihn die ganze Zeit angemeckert von wegen. Ja, gestern hat er wirklich die ganze Zeit gemeckert, und jetzt hat er selber, ist selber passiert. Ne? Das ist eigentlich Karma. Ja. Karma. Nassschleifen ist übrigens auch aus dem 18. Jahrhundert. Man schleift heutzutage eigentlich gar nicht mehr nass. Sondern? Da gibt es spezielle Pads. Mhm. So, der Philipp ist jetzt hier gerade dabei. Der Einstieg sieht mittlerweile einigermaßen menschlich aus. Das passt schon so. Hier, so muss das sein. Kotflügel ist geschliffen. Ist jetzt natürlich so, dass heute, weil ich selber ein bisschen beschäftigt war, dass ich nicht so viel mitgenommen habe. Ich habe jetzt auch keinen Carpo oder so vorbereitet. Dementsprechend sind es einfach nur so Zeitsprünge, die wir nacheinander machen. La Kotflügel hinten. La andere Kotflügel hinten. Sieht. Ja? Ja? Ey, ja, den habe ich vergessen reinzutun. Ah ja, der Schmidt wieder mit 100% dabei, weißt du? Ich musste kurz unterbrechen. Chef wollte was. Willst du den Leuten noch was mitgeben? Heute ist übrigens Samstag. Das wäre auch ein geiles Design. Machst die Hälfte des Autos so schwarz, und dann schleifst du es nass, und dann wird es so weiß. Das sieht nachher alles weiß aus. Naja, das GTI-Projekt nimmt auf jeden Fall
Form an langsam. Es werden jetzt nicht mehr so viele spannende Sachen machen. Nee, das Problem ist, das ist halt jetzt viel Schleifen, deswegen ist das jetzt auch so viel Video-Input, weil nicht so viele spannende Sachen passieren. Ich würde sagen, wir werden jetzt einen Cut machen und werden uns dann wieder sehen, wenn es mal wieder ein bisschen spannender wird. Oder? Wenn die Farbe drauf kommt, gell? Die Farbe zum Beispiel, wenn er zusammengebaut wird und so. Hallo. Hallo. Neuer Tag, neues Glück. Wie immer. Wir haben jetzt gerade die Türen dran gemacht. Die andere Seite müssen wir noch einstellen, aber die, die geht butterweich, geht die. Also, ja, Golf braucht immer ein bisschen mehr Schwung. Ah ja, so soll das sein. So, wir bauen uns gerade den GTI wieder zusammen. Ist ja langsam lackierfertig, oder? Ja. Langsam, ja. Wird noch komplett gereinigt. Bisschen was muss noch geschliffen werden. Ja, und dann geht's ab, würde ich sagen. Willst du noch was sagen? Nee. Irgendwas, irgendwelche Kommentare oder so? Wobei du in letzter Zeit sehr viele, viele positive bekommen hast. Das ist schön. Das freut mich. Ja, hab dem Philipp eine Freude gemacht. Man sieht ihn selten lächeln, aber ab und zu hat man dann doch mal das Glück, einen Philipp in Natur lächeln zu sehen. Und? Achso, nimmst du das auf, oder wie? Ja, ja. Ah, das hab ich. Sieht fast wieder aus wie ein vollständiges Auto, ne? Wahnsinn. Welche? Vom Kühlergrill. Keine Ahnung, die wirst doch du irgendwo rumliegen haben. Dann wird sie irgendwo im Auto liegen, schätze ich mal. In dem Saustall, da findest du sowieso nichts. Das ganze Auto sieht aus. Katastrophal hier. Das ist normal. Beim Philipp, ja. Steck mal die Stoßstange drauf, dann sieht's aus wie ein fertiges Auto. Ah ja, hat er sie gefunden, ne? Das fällt gleich raus. Wie auf die Nüsse gehen, oder? Ich kann auch zoomen, wenn du magst. Dann komm doch her. Absolut Wahnsinn. Motor anlassen. Der läuft. Und los. Ja, wenn die Batterie voll wäre. Die ist voll. Die geladen. Ja, ja. Sieht aus wie ein komplettes Auto wieder, ne? Sehr gut. Schon, ja. Sehr gut. So. Dann ist er soweit lackierfertig. Die Kotflügel kommen natürlich wieder runter zum Lackieren und sonstiges. Jetzt noch das Ganze sauber machen, bisschen abschleifen und dann kann es eigentlich mit dem Lackieren schon losgehen. Ein paar Kleinigkeiten werden wir natürlich machen. Schauen wir mal, ob ich die noch auf Video... Schauen wir mal, ob ich das Ganze noch mit auf Video nehme. Was diese ganzen Kleinigkeiten, die jetzt noch anstehen, ist jetzt nicht mehr viel. Aber ansonsten... Geht's nach dem Lackieren wieder schön dann zusammenbauen. Da freue ich mich ganz gut drauf. Und dann machen wir hier natürlich den wunderschönen GTI-Schriftzug hin, den sich der Philipp käuflich erworben hat. Geht's wieder los. Den haben Sie übrigens schon gesehen, ne? Komischerweise, da weiß er, wo es ist, weißt du? Naja. Naja. Nimmt Gestalt an langsam. Neue Antenne hat er auch besorgt. Hat er sich ja gefreut wie so ein Schnitzel. Ich finde die so viel besser zum Aufmachen. Schön glatter Griff. Wurscht Finger passen noch nicht rein. Nein, ist halt schlecht. So, dann geht's weiter.